Leute, wunderschönen guten Morgen, wie geht es euch? Wir sind in der Slowakei in einem nahegelegenen Park, sind in der Nähe von der Wohnung, wo ich jetzt wohne. Und da hinter mir, könnt ihr sehen, da ist der André. Er hat jetzt einen Bogen bekommen zu Geburtstag und dann schießt er herum, aber nicht auf die Vögel oder sonst irgendwelche Tiere, sondern einfach nur so. Und ich warte hier auf meinen langjährigen Freund, der trainiert seit Jahren, ist eigentlich ein slowakischer Martial Art Instruktor, der Filipino Martial Art und Boxtrainer und so weiter. Wir treffen uns jetzt hier, entweder kommt er her oder manchmal mache ich bei denen auch Seminar, dann kommen mehrere, 10, 20 Leute und dann mache ich für die Jungs Seminar. Aber jetzt kommt er her, auch mit seiner Familie, die spielen dabei hier und ich trainiere 2-3 Stunden und dann gehen wir irgendwo essen. Vorher war ich mit Anna und mit meiner Schwester was trinken und schauen wir nachmittag, gehen wir vielleicht wieder irgendwo hin. Das heißt, bis gleich. So Leute, mittlerweile bin ich schon zu Hause. Eigentlich wollte ich noch was aufnehmen nach dem Video, nach dem Training beziehungsweise, aber leider ist die Batterie von dieser kleinen Kamera, was ich jetzt in der Hand habe, hält nicht gerade lange. Jetzt haben wir uns angezogen, jetzt gehen wir irgendwo noch ein bisschen spazieren. Schauen wir mal, was wir noch heute so unternehmen. Heute ist schönes Wetter, gestern hat es geregnet, aber heute ist wirklich so ein traumhaftes Wetter, war auch nicht so heiß bei dem Training. Das heißt, wir sehen uns heute. Hallo Leute, hallo. Wie geht's euch? Wir sind wieder unterwegs, ich und die Anna, gehen wir ein bisschen durch meine Heimatstadt. Das ist meine Heimatstadt, da zeige ich dir, besser gesagt Heimatsdorf, wo ich auf die Welt gekommen bin vor 40 Jahren. Und wir spazieren ein bisschen herum, später machen wir auch einen Ausflug mit den Kindern. Jetzt gehe ich mit meinem Baby auf ein Café. Es ist wie ausgestorben, immer am Wochenende, ja. Kannst du sehen, schau, da kommen vielleicht die restlichen noch von der Kirche nach Hause, aber sonst ist es wie ausgestorben hier. Wie ich gesagt habe, Leute, wie ausgestorben, Geisterstadt, nur die restlichen noch von der Kirche, sonst wie in Wilden Westen, Baby, oder? Ja. Das ist immer hier schon so gewesen, weiß nicht warum, normalerweise in Wien oder in Bratislava hast alles voll, hier ist komplette Gegenteil. Das ist meine Heimatstadt. So Leute, schaut euch das an, genau so stelle ich mir das vor, das Leben genießen. Da hat er einen Sack voller Geld, die Füße drauf. Oh gut, es muss nicht gerade dieser Blick sein, der Strand wäre mir lieber, aber so geht's auch, ne? Wieder typisch Leute, will ich auf Kaffee gehen? Das da hier im Zentrum ist zu, unser Lieblingscafé hat auch zu, alles hat zu, das heißt, jetzt gehen wir in so einen Park und da ist eigentlich da ist so ein Restaurant direkt im Park, es ist sehr schön gemacht und da werden wir auch gleich was, nicht essen, aber was trinken, wenn hier schon alles voll ist. So Leute, ich bin mit meinem Baby jetzt im Park, da spaziere ich sehr gerne, es ist so schön hier, da ist so ein Fluss. Und da ist auch so ein Restaurant, du kannst auch drinnen und draußen sitzen. Wenn du draußen sitzt, hast du so einen Spielplatz, vis-à-vis, das zeige ich dir gleich. Yay. So ein schöner Garten, genau, die Anna kann ein bisschen herumhüpfen und sitzen ein bisschen, aber wahrscheinlich essen wir auch was, weil sind wir schon beim Aushungern, na? Schon 10 Minuten in der Stadt und sind schon hungrig. Und es ist wirklich schön ruhig, Gott sei Dank ist Sonntag und keiner da. Leute, wir haben schon bestellt. Schaut, wie geil. Kein Mensch hier, so schön ruhig. Ganz das, alleine. Ja, das liebe ich am, das habe ich am liebsten, oder Baby? Ja. Wenn da nicht jetzt alles voll und laut, da kannst du dich richtig konzentrieren, weil die meisten Leute sind da drinnen, hinter dieser chinesischen Mauer. Und wir sind wieder extra, wie immer, oder? Jetzt haben wir auch noch was zum Essen bestellt. Dann essen wir und gehen wir zu den Kiddies und dann machen wir einen Ausflug, oder Baby? Genau. Okay.
So Leute, unsere Bäuche sind voll. Diana ist da, die kann sich kaum bewegen. Sie rollt schon, sagt sie. Ich nehme lieber Abkürzung. Und jetzt holen wir die Kinder, dass die nicht zu Hause sitzen. Und machen wir hier einen schönen Ausflug. Bis zum nächsten Restaurant. Nein, jetzt zeige ich dir was Schönes heute noch. Leute, wir sind gerade angekommen. Dieses Ort hier heißt Oponice. Das ist so ein wahnsinnig schönes Schloss. Da gibt es auch sehr bekannte Bücherei drinnen. Da gibt es Hochzeiten, irgendein ganz gutes Restaurant. Wirklich so ein gehobene Klasse Restaurant gibt es. Und also selbstverständlich teurere Hochzeiten hier werden gefeiert von bekannten Personen. Die zwei Zwillinge sollten schon irgendwo dort sein. Auch meine Schwester mit ihren Freunden und meine Mutter sind schon, glaube ich, irgendwo drinnen auf einem Café. Das heißt, wir gehen direkt dorthin. Na komm, Kinder, schauen wir uns das bisschen an. Wie ihr sehen könnt, hinter mir gibt es Tennisplätze und ich spiele auch sehr gerne Tennis. Früher habe ich jahrelang auch Tennis gespielt, nicht nur immer Kampfkünste trainiert. Spiele ich bis jetzt immer gerne, weil man da gut schwitzt, vor allem einzeln. Nicht zu viert, sondern nur einzeln. Einzeln nur mit mir selber. Na, meine ich, so mit anderen Gegnern. Das habe ich am liebsten, wenn man so richtig schwitzt. Auch wenn ich nicht mehr in so gute Kunde bin wie früher. Und jetzt schauen wir uns, was da noch alles gibt. Schaut wirklich sehr schön aus, dieser traumhaftes Wetter heute. Schaut euch das an, nicht schlecht, oder? In den Baum abgeschnittenen, reingeschlitzt. Sehr schön. Da sind die Zwillis, David und Mathieu. Die fahren auf den Rasen. So, wir müssten jetzt schneller reingehen, da wollte ich euch zeigen, das ist wirklich so ein luxuriöses Anwesen, kann man sagen, hier. Eigentlich, ich mag das eher weniger, diese ganze hochnäsige Gäste, was da in solchen Anwesen vorbeischauen, aber ich wollte wegen draußen, das ist wirklich schön, jetzt hat angefangen zu regnen nach 10 Minuten, jetzt sind wir drinnen, draußen regnet es, aber egal, wir essen, wir trinken, essen was Süßes. Die Kinder irgendein gefrorenes Obst oder wie auch immer, so eine Hausspezialität. Und danach gehen wir wieder woanders hin. So, vorher hat es geregnet, müssten wir schnell reingehen. Jetzt sind wieder alle drinnen, hat es aufgehört zu regnen. Aber muss ich sagen, ist wirklich schön hier. Da hinten, das Verglaste, das ist ein Wellness. Und irgendeine bekannte Tennisspielerin hatte vor kurzem hier, die Cibulkova oder wie die heißt, die beste slowakische Tennisspielerin. Und die Fußballer irgendwelche haben hier auch Hochzeit gefeiert. Das heißt, es ist schon so was Gehobenes, Besseres hier. Vielleicht heirate ich auch hier. Aber mir wäre lieber irgendwo auf Hawaii wie hier. Schauen wir mal.